So, weiter geht's. Folge 72 von Let's Play Mass Effect 3. Wir sind immer auf der Citadel unterwegs. Müssen ein wenig verschnaufen, um den Angriff von Cerberus zu verdauen. Jetzt geht's in den Wartebereich, um zwei, ja, ein paar batterianische Hinweise auf die Spur zu kommen. Muss mal ganz kurz gucken, ob ich hier richtig bin. Naja, ich weiß es nicht. Ich gehe auf jeden Fall mal dahin. Blutdruck in Ordnung. Bis jetzt keine Infektion. Kann ich mit ihm reden? Nur wenn es wichtig ist, Commander. Es geht ihm sehr schlecht. Ich reduziere das Sedativ ein wenig, aber beeilen Sie sich. Seine Überlebenschancen stehen 50-50. Sind Sie Gorek? Gehen Sie. Gibt nichts zu sagen. Auch nicht, was ein Terrorist auf der Citadel macht? Sie! Kenne ich Sie? Jeder Batarianer mit Verbindung zu Aratot kennt Ihr Gesicht. Der Planet, den die Alpha-Portal-Explosion zerstört hat. Sie haben eine Kolonie ermordet, leider. Bin ich zu schwach? Ja, wenn wir ihnen das sagen. Ja, ich wollte die Reaper aufhalten. Ja, und die sind ja trotzdem da. Oh. Ich habe das Aratot-Portal zerstört, damit die Reaper nicht eindringen. Das ist leicht gesagt, jetzt wo Sie da sind. Heucheln Sie bloß kein Bedauern. Ich hatte Schuldgefühle. Ich habe eine Kolonie zerstört. Ich dachte an die Opfer und daran, dass ich sie nicht rechtzeitig warnen konnte. Ich hatte letztlich keine Wahl, aber es tut mir wirklich aufrichtig leid. Wenn Sie das so bedauern, wenn Sie Schuldgefühle haben, seien Sie barmherzig. Stellen Sie die Maschine ab. Ich will zu meiner Familie. Sterbehilfe, auch so ein Thema. Es ist eine Entscheidung. Okay, jetzt gucken wir mal, wo ich dieses verdammte Ding einsetzen muss. Nein, 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 nein. Konsole, Labor, Hoheiter-Krankenhaus. Also doch im Krankenhaus, okay. Knowles, hier ist Shepard. Ich habe eine der Code-Positionen gefunden. Okay, ich schalte jetzt ab. Ich muss nur Ihren Spectre-Status autorisieren. Jemand hat auf diesem Weg einem Dutzend Lebenserhaltungssystemen im Krankenhaus die Energieversorgung abgedreht. Okay, dieser Zugangscode ist offiziell deaktiviert. Können Sie noch weitere finden? Kein Problem. Thank you.
Jetzt ist das Normandy Hangar. Spektrumstatus erkannt. Wählen einen Moment bitte. An Dockbucht D24. Ankunft in Andockbucht D24. Haben Sie herausgefunden, wie man ÖLG-Raumschiffe ohne E-Zero-Kern betreibt, Private Talavi? Nein. Dieser Auftrag ist keine Übung mehr. Der Geheimdienst erwartet einen Cerberus-Angriff. Cerberus? Gibt es ein Problem? Ich dachte, wir kämpfen gegen die Reaper, Ma'am. In einer Woche vielleicht. Warten Sie es ab. Keine Sorge, die Reaper, die kommen schon noch. Bis dahin müsst ihr euch mit Kleinkram beschäftigen. Knowles, ich habe einen weiteren Punkt gefunden, an dem die Batterie... Verdammter Mist. Das sind die Codes für die ferngesteuerte Navigation. Der Absturz letzte Woche in den Docks. Wir hatten gedacht, es wäre ein Unfall. Shepard, auf dem Schiff waren 117 Allianz-Soldaten. Alles Menschen, genau wie die Patienten im Krankenhaus. Wir haben also batterianische Codes und jemanden mit einem Groll gegen Menschen. Sieht so aus. Okay. Der Code ist jetzt auch offline. Es dürfte nur noch einer übrig sein, Commander. Und das ist, glaube ich, in den... in den Wartebereichen, genau, wusste ich doch. Ich glaube, ich weiß jetzt auch, ich kann mich so dunkel erinnern, wen wir da jetzt gleich sehen werden. Das ist nämlich lange, 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 lange her. Bin gespannt. Spektrumstatus erkannt. Wählen Sie bitte ein Ziel aus. Als für Sie von Interesse. Einen Moment bitte. Ankunft in Andockbucht E24. Notunterkünfte für Zivilisten. Eine vereinte Streitmacht aus Turianern und Kroganern ist auf Irune gelandet. Hallo. Oh, Sie sind's. Hallo. Sind deine Eltern schon angekommen? Nein. Aber es ist okay, die kommen schon noch. Sie halten immer ihre Versprechen. Sie... Das nächste Shuttle hat dann wahrscheinlich nur Verspätung oder so. Das ist alles. Du hast... sicher recht. Ich freue mich darauf, sie kennenzulernen. Das klingt so, als würde er, hätte er schon Verdacht. Vielleicht sind die tatsächlich irgendwie gar nicht mehr am Leben. Das war natürlich bitter für die Kleine. Da hinten. Ja, das ist, glaube ich, die Stelle, an der ich mich, die ich mich erinnere. Knowles, hier wurde der letzte Zugangscode benutzt. Was ist los, Commander? Ich verliere Ihr Signal. Shepard! Wusste ich doch. Sie hätten mich auf dem Asteroiden über Terra Nova töten sollen. Darauf habe ich gewartet. Alles, was meinem Volk widerfahren ist, war Ihre Schuld. Ich habe Sie nur auf Terra Nova aufgehalten. Ja. Und danach hat meine Regierung die Forschungsbemühungen am Leviathan von Dis verstärkt. Haben Sie davon gehört, Commander? Das alte organische Schlachtschiff, das mein Volk vor 20 Jahren auf Yatar geborgen hat? Ein Reaper. Ihr Volk hat eine Reaper-Leiche studiert. Um wieder zur wahren Führungsmacht der Galaxie aufzusteigen. Hunderte unserer besten Wissenschaftler haben daran gearbeitet. Und dann wurden sie indoktriniert. Als die Reaper Kashan erreichten, verrieten sie uns. Sie deaktivierten Verteidigungssysteme und feuerten auf Verbündete. Wir wurden von innen vernichtet. Wegen ihnen. Was haben wir damit zu tun? Den Zusammenhang raff ich gerade nicht, Balak. Balak kennt man noch aus Mass Effect 1, und zwar aus dem DLC-Kollisionskurs. Oder Bring Down the Sky, wie er auf Englisch heißt. Damals hatte man die Wahl, ihn zu töten oder ihn flüchten zu lassen. Ich habe ihn laufen lassen, damit ich die Zivilisten retten kann. Aber ganz ernsthaft, Junge, das ist doch hier nicht unser Problem. Ich habe Ihr Volk nicht vernichtet. Das waren die Reaper. Wir waren stolz und schön.
Haben Sie gesehen, was die Reaper uns angetan haben? Ich sitze hier fest. Unsere Kriegsschiffe kennen die Position der Reaper nur, weil ich die Funksprüche des Rats angezapft habe. Ich bin jetzt der höchste Offizier der Hegemonie. Ich kann mein Volk nicht retten, aber ich kann Sie vernichten. Und das bringt was? Sie wollten mit dem Asteroiden bei Terra Nova Ihren Leuten helfen. Aber was erreichen Sie durch meinen Tod? Rache! Das Barak-System! Die wären mit der Ankunft der Reaper sowieso gestorben, das wissen Sie. Ich vereine Kroganer und Turianer. Wir sind die letzte Hoffnung der Galaxie, wenn Sie Ihr Volk lieben. Ah. Unsere Schiffe gehören Ihnen! Shepard, alles in Ordnung? Bestens. Es wird mit den Codes keine Probleme mehr geben. Ist das... Soll ich ihn verhaften? Sie sollten ihm eine Kugel in den Kopf jagen. Aber wir bringen heute alle Opfer. Er kann gehen. Spectre-Befehl. Verstanden, Commander. Und danke. Ja, noch eine offene Rechnung. Aber fürs Erste müssen wir damit über irgendwie zurechtkommen. Ich meine, ich kann Balak da schon verstehen. Die Aktion auf Terra Nova war halt... das war halt wirklich ein terroristischer Angriff, weil er halt einfach ein rassistisches Arschloch ist. Weil er was gegen Menschen hat. Weil wir irgendwie alles in den Arsch geschoben bekommen als Spezies und die Batterianer im Dunkeln stehen. Aber das haben die sich ja alle selbst zuzuschreiben, wenn die solche dummen Aktionen machen und sich immer, ja, aber wir brauchen die Hilfe nicht von anderen, ja, dann habt ihr halt Pech gehabt, Jungs. Und jetzt so daher zu kommen, ja, das ist deine Schuld, dass die Reaper alle meh, ja. Sicher nicht. Flüchtlingsarzt, ja, dann können wir das ja auch gleich machen, das ist ja schön. Ende der Sabotage. Die Medigel-Spender müssten jetzt wieder funktionieren. Danke. Ich lasse die Patienten umgehend zur Versorgung bringen. Ich wünschte, wir hätten den verdammten Saboteur dingfest gemacht. Aber nun können wir viele Leben retten. Danke. Und er ist ein unsichtbarer Mensch, der die Tarnkappentechnologie erfunden hat. Vielleicht ist er auch eigentlich Super Mario. Wir wissen es nicht. Oh Mann, die arme Asari. Mir fällt gerade ein, das muss auch ein Paradies sein. Ein Volk nur aus Frauen bestehend. Und wenn du da mal Urlaub machst auf deren Planet. Oh Gott. Eine schöner als die andere. Solche Gelegenheiten gibt's selten. Okay, ich glaube, wir haben alles erst einmal erledigt. Geh nochmal ins Logbuch rein. Und schau mal, Valhalla, Omega, Nimbus, Irun, das sind alles so Sammelsachen, Technologiezerstörung. Genau, die Technologie finden, Reaper-Code-Fragment, Dr. Bryson, chemische Behandlung. Das ist alles Krams, das man auf der Galaxiekarte findet. Ich werde mal kurz speichern. Und auf die schlaue Uhr gucken. Die schlaue Uhr sagt, wir haben eigentlich noch ein bisschen Zeit. Aber einen Moment, bitte. Ich würde sagen, es ist Zeit für einen Cut und dann geht es auf die Normandie. Und vielleicht gibt es dann endlich eine Aussprache mit Ashley. Zeit wird's. Ich frage eine Versetzung in eine Zone mit Reapern, Sergeant. Darf ich fragen, wie Sie darauf kommen, dass Ihr Einsatz besonderen Bedingungen unterliegt, Private? Ich glaube, ich kann gegen die Reaper besser vorgehen als gegen Cerberus, Ma'am. Und auf welcher Kampferfahrung mit den Reapern basiert diese Einschätzung? Auf keiner, Ma'am. Na prima. Mutig ist sie, muss man ihr lassen. Also ganz ernsthaft, ne? Ihr habt ja gerade das Gespräch gesehen und auch die Animationen. Ne? Ich habe jetzt ja, ich spiele ja nebenbei noch Mass Effect Andromeda, um das mal hier, Da soll mir keiner kommen, dass die Animationen in Andromeda scheiße sind. Also ganz ernsthaft, ich verstehe die ganze Zeit den ganzen Hass und
und alles drumherum gegen Mass Effect Andromeda und gegen BioWare, das ist einfach, es ist einfach unnötig, weil es einfach bisher, soweit ich gespielt habe, ein fantastisches Spiel ist. Und die Animationen, ich glaube, da kann man drüber hinwegsehen, wenn man sich das große Ganze mal betrachtet. Und da muss man wirklich sagen, die Ideen sind klasse, es ist weniger nervig, auch wenn es ein paar sehr nervige Sachen gibt. Und die Geschichte ist zumindest bis zu dem Moment, wo ich hingespielt habe, einfach grandios. Und jeder, der vielleicht sich überlegt, ah, kaufe ich das Spiel, aber es ist ja so voll mit Hate auf den Webseiten und es ist nicht so gut bewertet worden, das ist immer nur eine eigene Meinung von jemandem, der das Spiel getestet hat und weiter nichts. Macht euch euer eigenes Bild, bevor ihr euch von anderen dazu überreden lasst, irgendeinen Quatsch zu glauben. Immer das eigene Bild erst machen. Unabhängig davon, was die anderen natürlich sagen. Macht euch euer eigenes Bild und dann schaut, ob das Spiel für euch ausreichend ist oder nicht. Aber nicht gleich sagen, ohne jemals irgendwie selbst einen Test gemacht zu haben mit dem Spiel. Gebt dem Spiel eine Chance, Mass Effect Andromeda. Das mal so am Rande gesagt von mir. So, ich mache hier einen Cut und dann sehen wir uns zur nächsten Folge wieder. Tschüss.